Hallo, ich würde euch gerne Deadly Desert vorstellen. Tödliche Wüste, ein neues deutsches Rundentaktikspiel. Made in Germany. Das erscheinen wird am 15. Mai auf Steam. Die digitale Version dort kostet knapp 10 Euro. Mit dem üblichen Einführungsrabatt in den ersten Tagen wird das Spiel sogar doch noch preiswerter sein. Deadly Desert führt uns in den Zweiten Weltkrieg, in den Wüstenkrieg, also die Etappe von 1941 bis 1943, wo sich am Schauplatz der nordafrikanischen Mittelmeerküste gegenüberstanden auf der einen Seite die Briten und deren Alliierte, also Truppen aus Indien, Südafrika, Polen, Neuseeland, Australien und so weiter, und auf der anderen Seite die deutsche Wehrmacht und deren italienische Verbündete. Den Kriegsgegnern ging es primär darum, sich den Zugang zum Suezkanal zu sichern. Die Briten brauchten ihn ganz, ganz dringend, mussten ihn halten, um sich mit den überlebensnotwendigen Versorgungsgütern aus Übersee, aus ihren Kolonien eindecken und Hitler dadurch länger Paroli bieten zu können. Das Spiel liefert euch zum einen 24 Missionen im Einzelspielermodus, verteilt auf Kampagnen, die euch auf beiden Seiten antreten lassen, sowohl auf Seiten der Briten als auch auf Seiten der Deutschen. Und zum anderen einen Multiplayer-Modus für 1-gegen-1 Gefechte über das Internet. Das Spiel ist ein neues Spiel, aber auch ein altes. Unter demselben Namen als Deadly Desert oder auch als 1943 Deadly Desert gibt es bereits ein Mobile Game, ebenfalls von den Entwicklern aus dem fränkischen Giebelstadt von Handy Games herausgebracht. Das heißt, das ist die PC-Portierung dieses Spieles. Falls bei euch jetzt die Alarmglocken schrillen, und ich könnte mir vorstellen, es sind gleich zwei, dann kann ich euch zweimal beruhigen. Zum einen, nein, das ist nicht, was man jetzt eventuell denkt, nämlich, dass man hier gelingt wird. Dass man einmal kauft und dann gibt es immer und immer wieder weitere Käufe, die man tätigen muss, um den ganzen Umfang des Spieles freizuschalten. Ist bei manchen Mobile Games so, ist hier definitiv nicht der Fall. Das ist ein ganz normales Spiel, man kauft es einmal und hat es dann. Zweite Alarmglocke, die vielleicht schrillt, ist das ein Casual Game, ein Spiel, das absichtlich so leicht gemacht wurde als Mobile Game, dass die Leute halt immer wieder es weiterspielen möchten und mehr Geld dafür ausgeben, schnell angefixt werden und so weiter. Nein, ist es nicht. Der Schwierigkeitsgrad ist eher fordernd. Also man muss schon ein bisschen rumtüfteln und Gehirnschmalz aufbringen, um hier durch die Missionen erfolgreich durchzukommen. Dass das Spiel eine lange Geschichte hat als Mobile Game, hat sogar einen handfesten Vorteil. Das Einheitenbalancing ist für ein PC-Rundentaktikspiel zum Release schon ausgesprochen ausgereift. Also das Verhältnis der Einheitentypen gegen zueinander, das ist sehr solide gemacht, weil die Entwickler damit halt schon viel Erfahrung hatten. Die konnten das einfach übernehmen. Ausgesprochen hilfreich. Andererseits die Grafik. Das ist natürlich jetzt keine 3D-Grafikpracht. Die Entwickler haben ja nicht unglaublich viel Geld verballert, um im Nachhinein eine super aufwendige 3D-PC-Grafik zu erschaffen. Die ist eher zweckmäßig. Es ist so eine Art, man könnte schon fast sagen, animierte Schach. Also es ist eine Denksportaufgabe. Schon mit einer Grafik, die einem die Spielwelt näher bringt, aber man muss viel Kino im Kopf auch produzieren, um in die Spielwelt einzutauchen, auch wenn Musik, Soundtrack und Geräusche einem durchaus dabei helfen. Es ist in erster Linie ein Spiel, was als für Rundentaktiker einfach als Taktikspiel fordernd und dadurch attraktiv sein soll und es nach meinem Dafürhalten auch ist. Ich bin Writing Bull, ich bin als YouTuber spezialisiert auf Previews von aktuellen, von kommenden PC-Strategiespielen. Manchmal, wie in diesem Fall hier, habe ich die Möglichkeit, ein Spiel exklusiv als erster zu zeigen. Ihr seid hier Gast bei den allerersten Gameplay-Videos, die es auf YouTube zu Deadly Desert gibt. Ich wünsche euch viel Spaß mit meinem kleinen Preview-Let's Play. Zunächst einmal ganz kurz ein Blick auf den Multiplayer-Modus von mir schon erwähnt. Hier habt ihr die Möglichkeit, 1-gegen-1 zu spielen auf den beiden Kriegsseiten. Das hier unten sind die verschiedenen Karten, die zur Auswahl stehen. Die Texte beschreiben kurz, worum es geht. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, wenn ihr möchtet, einzustellen, wie lang ein Zug maximal dauern darf. Bis zu 10 Minuten kann man einstellen. Das heißt, es soll nicht möglich sein, dass ein Spieler ewig lange brütet über seine Züge und das Gegenüber dann wartet und wartet. Irgendwann ist Ende. Wie schnell das Ende erreicht ist, das könnt ihr selber hier einstellen. Darunter dann die Möglichkeit zu definieren, wie viel Gold man in einer Partie startet. Gold braucht ihr beispielsweise, um bestimmte Spezialbefehle zu geben, aber auch, um während einer Partie neue Einheiten kaufen zu können. Bei den Kampagnen, wie erwähnt, es gibt die gleiche Anzahl von Kampagnen auf jeder Seite. Hier bei den Achsenmächten sind es 4 Stück
Und es gibt jeweils 3 Missionen. Ihr könnt mit den schwierigeren späten Kampagnen durchaus beginnen. Also das sind die, wo die Einheitenvielfalt komplexer ist und der Schwierigkeitsgrad happiger. Könnt ihr gerne machen. Ihr müsst jeweils eine freigeschaltet haben, um innerhalb dieser Kampagnen zur nächsten vorwärts zu kommen. Dann gibt es außerdem noch ein Tutorial, das nicht sämtliche Funktionen erklärt, aber dort die allermeisten und auch die meisten Einheitentypen erklärt, nicht vertont. Grundsätzlich sind alle Texte, die es hier gibt im Spiel, nicht vertont. Aber das Tutorial ist zweckdienlich und macht euch mit den Grundlagen definitiv vertraut. Wir wollen uns die alliierte Streitkräftenkampagnen anschauen. Es gibt einen Button Fortsetzen. Darüber könnt ihr immer in den letzten Spielstand rein, den ihr zuletzt gezockt habt. Ich zeige euch das hier. Kriegseinsatz im Brachland. Eine Stadt in der Gewalt des Feindes. Stoße mit den Alliierten in feindliches Gebiet, um den Einfluss der Achsenmächte zurückzudrängen und den Menschen wieder Frieden zu schenken. Ihr merkt, das ist ebenso wie die anderen Szenarientexte sehr allgemein formuliert. Es geht nicht bei diesem Spiel darum, bestimmte bedeutende historische Schlachten 1:1 nachzuspielen, sondern das sind mehr so kleine taktische Herausforderungen oder kleinere Schlachten, die Entwickler frei erfunden haben und die euch einfach ein spannendes Spielerlebnis bescheren sollen. Also es ist nicht insofern nicht authentisch, dieses Spiel, als dass es darum geht, die Geschichte 1:1 nachzuspielen. Das machen wir und es gibt noch eine Besonderheit. Ihr bei jeder dieser Missionen, die es im Spiel gibt, gibt es immer nur ein Save, was automatisch angelegt wird, während man spielt. Wenn man das Spiel verlässt, wird dieser eine Spielstand abgespeichert. Und wenn man dann nochmal reingeht in die Mission, hat man die Wahl, so wie wir jetzt, ob wir meinen Spielstand fortsetzen oder das von Beginn an spielen. Sowas finde ich persönlich immer ein bisschen schade, aber es ist immer auch natürlich eine Frage des persönlichen Geschmacks. Unterm Strich führt ein solches Ein-Save-System natürlich dazu, dass das Spiel schwieriger wird und der Schwierigkeitsgrad steigt. Begegnung im Canyon. Bekämpfe die Achsenmächte in bergigem Terrain und begib dich auf die Suche nach einem verschollenen Aufklärungstrupp. Wir starten den Kriegseinsatz im Brachland neu. Komplett habe ich ihn nicht gespielt, ich habe ihn angespielt und zu Beginn gibt es immer ein paar Filme, so im Stil der alten Filme, wo im Hintergrund der Projektor noch knattert. Das Bild ein wenig unscharf flattert. Östlich von uns ein feindlicher Stützpunkt. Ein Erkundungstrupp wurde ausgesandt. Wir haben den Kontakt zu ihm verloren. Wir müssen beide wiederfinden, sowohl den Erkundungstrupp als auch den Stützpunkt. Und uns wird geraten, mit unseren Truppen ostwärts zu laufen und nach Spuren Ausschau zu halten. Was es ganz oft gibt hier, wenn man das erste Mal eine Einheit dann auch schließlich anklickt, gibt es noch einen Tipp oder nochmal einen Hinweis. Um diesen Sektor sicher zu durchqueren, musst du dafür sorgen, dass der Weg für die Nachhut gesichert ist. Wichtiges Feature hier bei Deadly Desert, die Nachhut. Hier geht es um den Nachschub. Und zwar sieht das wie folgt aus. Ihr seht, es gibt gepanzerte Einheiten und es gibt Infanterieeinheiten, es gibt auch Spezialeinheiten. Später tauchen Flugzeuge beispielsweise noch auf, Geschütze und anderes. Es gibt ein Hexfeld-Traster, was jetzt erstmal nicht angezeigt wird. Ihr seht es aber dann, wenn ihr ein Fahrzeug oder einen Trupp anklickt, dann seht ihr das. Gelb sind die Bereiche, zu denen man laufen kann. Manchmal gibt es hier noch, bei den Fahrzeugen gibt es, nicht bei der Infanterie, aber bei den Fahrzeugen hier noch die Möglichkeit, weiter zu fliegen. Dadurch dehnt man die Bewegungspunkte, die man hat, aus, verbraucht aber auch besonders viel Treibstoff. Treibstoff, ja, schaut mal überhalb des Lebensbalkans, dort seht ihr 3 Angaben. Die Zahl 6 bezieht sich auf die Anzahl der Bewegungspunkte. Die ist nicht identisch immer mit der Anzahl der Geländefelder, die man ziehen kann. Bestimmte Geländefelder brauchen unterschiedliche viele Bewegungspunkte. Schwieriges Terrain verbraucht mehr Bewegungspunkte. Logisch. Die beiden kleinen Balken darüber, der rechte, das ist der Munitionsbalken, der gibt an, wie viel Munition die Einheit noch hat. Ist die Munition alle, kann sie nicht mehr feuern. Und links davon seht ihr, dass das bei der Infanterie genauso ist. Ein Balken fehlt hier, der ist allerdings hier. Der linke, das ist der Treibstoffbalken. Das kommt bei den Fahrzeugen noch erschwerend hinzu. Die sind zwar fixer unterwegs auf der Karte, können aber dann, wenn der Treibstoff alle ist, sich nicht mehr weiter bewegen. Bei den Flugzeugen übrigens, das am Rande bemerkt, ist das besonders dramatisch, denn die können sich immer nur wenige Züge in der Luft halten und müssen danach einen Versorgungsstützpunkt aufsuchen, um wieder nachzutanken. Wenn man die Leertaste gedrückt hält, wandelt sich das in ein rotes Hexfeldraster. Das ist der Bereich, zu dem ihr feuern könnt. Diese
dieser Infanteriepanzer hier können 3 Felder weit feuern. Diese Infanterieeinheiten dagegen nur 2. Mit Ausnahme von diesen Panzerabwehrtrupp-Infanteristen, die also beim Kampf gegen Panzer besonders mächtig sind, die können auch weiter feuern. Da gibt es noch Spezialfahrzeuge, wie dieses hier links. Das ist ein Versorgungsfahrzeug, auch das hat einen Versorgungsbalken oben. Das ist ganz, ganz schwach in der Defensive, kann gar nicht angreifen, ist aber quasi das ist eure mobile Versorgungsstation. Wenn ihr merkt, eines eurer Fahrzeuge oder einer eurer Trupps braucht mehr Munition oder mehr Treibstoff, dann bringt den LKW dorthin und tankt auf oder munitioniert nach. Der Versorgungsbalken bei den Fahrzeugen ist beschränkt, das heißt, das könnt ihr nicht endlos oft machen. Okay, was es leider noch fehlt hier, das sind, also im Großen und Ganzen finde ich das Interface echt hübsch, sehr zwecklinig, auch sehr schlank. Es gibt andere Interfaces von anderen Spielen, da wird man zugemüllt mit Bildern, mit Anzeigen, die wichtige Dinge verdecken. Da kriegt man eher zu viel als zu wenig Infos. Insofern gefällt mir das gut. 2 Kleinigkeiten, da würde ich ein bisschen meckern wollen. Zum einen, nach meinem persönlichen Geschmack, hätte ich lieber ein Gitterraster, das auch dann, wenn der Einlad nicht aktiviert ist, drüber liegt, als Option. Dass man das, wenn man das möchte, anklicken kann oder einen Shortcut sich holen kann. Die Entwickler haben mir gesagt, das würden sie nachliefern. Entweder zum Release im Day One Patch auf Steam oder später beim ersten richtigen Update. Und das Zweite, was mir fehlt, fällt mir auch nicht ein, da komme ich aber nachher auf jeden Fall nochmal drauf. Und noch eine Sache, die ist, da wird es aber in absehbarer Zeit keine Änderung mehr abzusehen. Eine Sache fehlt mir auch noch, und zwar, wenn man Einheiten anklickt, dann sieht man bei den eigenen Einheiten erstmal keine Werte. Man sieht also nicht, wofür die da sind, wie stark die in der Offensive oder in der Defensive sind. Wenn man das Tutorial gespielt hat, weiß man bei den meisten, aber nicht bei allen Einheiten Bescheid, da werden diese Einheiten erklärt. Indirekt kann man sich das aber jederzeit holen. Man hat 2 Möglichkeiten. Entweder klickt man hier in dem Ausgangsgebiet, das man hatte, in dem Hauptquartier oder in dem Versorgungsdepot, mit dem man anfängt, auf einen dieser beiden Buttons. Ja, diese Buttons kann man sich im Laufe einer Partie mithilfe dieser Ressource ganz oben, der zentralen virtuellen Ressource Gold oder Credits, nennt ihr es wie ihr es wollt, Einheiten nachkaufen. Und hier seht ihr dann die Einheitentypen, die in dieser Mission verfügbar sind. Wie gesagt, insgesamt gibt es viel, viel mehr bei dem Titel und deren Werte auch auf, und die werden jeweils mit Sternen markiert. Es gibt 3 Werte. Die erste Zeile ist der Angriffswert, die zweite Zeile das Schild. Das ist der Defensivwert und wie schnell eine Einheit unterwegs ist, also wie viele Bewegungspunkte sie hat, das wird unten symbolisiert durch die Sterne. Je besser eine Einheit ist, desto teurer ist sie, logisch. Und genau, so funktioniert das halt. Und das Ganze gilt auch umgekehrt für die Fahrzeuge ebenfalls. Auch hier sind diese Werte da. Der merkt, im Schnitt sind die stärker, aber auch teurer und brauchen, wie gesagt, eine ständige Versorgung. Wo der Feind ist, wissen wir nicht. Es gibt einen Fog of War. Den wollen wir ein bisschen lüften. Unsere schnellste Einheit, mit der wir unterwegs sind, hier ist der Kreuzerpanzer. Mit einem Linksklick schicke ich den mal hier hin. Mit den Pfeiltasten kann man die Karte bewegen. Wir entdecken erstmals den Feind und jetzt fällt mir auch die zweite Geschichte wieder ein, die ich noch nicht so optimal gelöst finde bei der Bedienung. Die Bewegung der Karte ist halt nur möglich im Moment über die Pfeiltasten in der Tastatur. Alle anderen Dinge im Spiel, alle Befehle kann man mit der Maus, wenn man das möchte, mit der Maus auch durchführen. Nur das Verschieben des Kartenausschnittes nicht. Da haben die Entwickler gesagt, auch das würden sie als Option, also ein Scrollen über den Bildschirmrand hinaus, als Option anbieten, entweder im Day One Patch oder im ersten großen Update. Der erste Feind ist da. Wenn man ihn angreifen möchte, klickt man einmal drauf. Dann wird einem eine Kampfvorschau angezeigt. Um den Kampf durchzuführen, muss man ein zweites Mal draufklicken. Die Kampfvorschau zeigt an, wie der Kampf vermutlich ausgeht, sprich wie viele Lebenspunkte das den Feind und einen selber kostet. Beim Feind würden hier ungefähr die Hälfte der Lebenspunkte draufgehen. Bei einem selber, in diesem Fall, gar keine Lebenspunkte. Der Feind schießt zwar pro Runde einmal zurück. Das heißt, wenn man einen Feind mit mehreren Einheiten angreift, schießt er nur beim ersten Mal. Allerdings hatte auch der Feind natürlich, wie man selber, eine Reichweite. Das heißt, wenn man hier draufklickt, ich wähle erstmal mit rechts ab und dann nochmal mit links den Feind an und man hält dann die Leertaste gedrückt, sieht man, wie weit dieser Infanterietrupp feuern kann und der kann halt diesen Panzer nicht erwischen. Jetzt ist die Frage für uns,
Ist das der einzige oder gibt es eventuell noch mehr Feinde dahinter? Wir wissen es nicht. Was tun? Ich versuche den mal klein zu kriegen aus der Ferne. Das halte ich eigentlich für eine gute Idee. So kann er sich ja nicht zur Wehr setzen. Feuere einmal drauf. Und feuere gleich auch noch ein zweites Mal drauf. Diese Panzer hier schicke ich gerne ganz nach vorne, weil die sehr defensiv stark sind. Diese Infanteriepanzer, die halten wirklich eine Menge aus. Ich ziehe den mal. Haben wir noch einen zweiten Angriffspanzer? Der hat auch eine Dreierreichweite, in der er feuern kann. Das reicht leider hier. Es reicht knapp aus. Ich schicke den mal hier hin. Wir feuern hier nochmal drauf. 40 Gold als Belohnung. Wir bekommen für jede Zerstörung eine Einheit Gold dazu. Unten seht ihr Spezialbefehle, die möglich sind mit dem Gold. Man kann also nicht nur Einheiten nachkaufen. Man kann zum Beispiel eine Einheit den Befehl geben, grab dich ein. Dann hat ihr einen erheblichen Defensivbonus. Kostet 100 Gold. Könnte man sich trotzdem überlegen, falls wir darauf spekulieren, dass hier noch mehr Feindeinheiten sind, was wir nicht wissen. Zweite Möglichkeit, man kann das Gold ausgeben, um der Einheit Nachschub zu kaufen, in dem Fall an Treibstoff und an Munition, ist natürlich immer teurer, als einfach so einen Versorgungswagen dahinter zu schieben. Wir wollen erstmal ein bisschen hier noch weiterziehen. Wie gesagt, die halten ja richtig viel was aus. Ich ziehe mit der Einheit mal hier hin. Und ja, bis hierhin ist alles okay. Wir könnten mit dem Panzer auch noch bis hierhin schießen. Diese Engelsflügelchen oder Vogelflügelchenfelder zeigen an, wie weit man mit einem Fahrzeug, nicht mehr mit einem Infanterietrupp, aber mit einem Fahrzeug sich noch zusätzlich bewegen kann. Das verbraucht aber Treibstoff und deutlich mehr Treibstoff, als man sonst verbrauchen würde. Das sollte man also wirklich nur in Notfällen machen. Dann haben wir hier noch einen weiteren Infanteriepanzer. Wie gesagt, die halten richtig viel aus. Übrigens, prinzipiell kann man Einheiten auch nachdem sie gefeuert haben, nochmal bewegen. Das heißt, das Feuern verbraucht einen Aktionspunkt. Bewegungspunkte und Aktionspunkte funktionieren separat voneinander. Auch mit dem Infanteriepanzer ziehe ich ordentlich vor. Dann haben wir hier noch einen Trupp Infanterie. Mit dem könnte ich ganz nach vorne ziehen. Und entdecke zwei Feinde. Ein Infanterietrupp, wie rechts unten zu sehen, ist ein Panzerabwehrtrupp und ein Panzerwagen. Also eine sehr, sehr mobile Einheit mit ganz, ganz vielen Bewegungspunkten. Das ist jetzt bitter. Die Frage ist, worauf schießen sie gleich und können wir auf eine dieser Einheiten drauf schießen? Wir könnten, wenn wir uns ordentlich weiter vorwärts bewegen und aber natürlich Treibstoff verbrauchen, dann ginge das. Wir haben hier noch einen Trupp Infanterie. Und hier nur noch den Versorgungswagen. Das ist insgesamt wenig. Also es macht schon Sinn zu versuchen, ihn noch zu killen. Mit dem kann man gar nichts erreichen. Oder wir gehen halt mit allen in Verteidigung, aber das kostet richtig Gold. Wenn über eine Einheit noch diese gekreuzten Schwerter zu sehen sind, dann kann die Einheit noch schießen in dieser Runde. Wenn die weg sind, dann nicht. Den würde ich mir gerne schnappen, den Panzerabwehrtrupp, weil der bei unseren vielen Fahrzeugen verheerenden Schaden verursachen kann. Mit unserem Infanteriepanzer kann ich auch tatsächlich drei Felder weit schießen. Wie weit kann ich mit dem noch? Zwei Felder bis hierhin und dann drei feuern. 1, 2, 3, das reicht nicht. Das heißt, ich habe auf jeden Fall nur eine Einheit, die feuern kann. Das ist diese hier. Und damit alleine kriege ich diese Truppe sowieso nicht klein. Das macht also keinen Sinn. Dann mache ich lieber Folgendes. Ich gehe mit dem Kreuzerpanzer, kann ich ja nochmal eins nach vorne. Biete damit ein mögliches Ziel an, verschanze mich für 100 Gold. Mit dem Infanterietrupp verschanze ich mich ebenfalls. Die anderen bleiben hinten. Mit diesem Panzerabwehrtrupp ziehe ich ein gutes Stück vor, aber nicht zu weit. Und mit dem Versorgungswagen, der wirklich ganz empfindlich ist, ziehe ich zumindest schon mal bis hier vor, weiter aber nicht. Jetzt könnte ich mir auch noch weitere Einheiten kaufen. Ich muss ja einfach hier draufklicken und mal überlegen, was fehlt mir eigentlich. Ich hätte gerne noch mehr so aggressive Angriffsfahrzeuge wie diese Kreuzerpanzer. Und vielleicht noch einen weiteren Infanterietrupp, der billig ist, den man weiter vorne hinstellt. Mal gucken, was mir da angeboten wird. Die
kann ich hier hinten kaufen, wie gesagt, oder ich kann richtig Geld ausgeben und ihn mir auch per Fallschirmspringer-Einsatz nach vorne schicken. Das heißt, ich kann einen MG-Trupp hier zum Beispiel kaufen für 350. Der wird dann vorne eingesetzt an einem Platz, wo ich ihn möchte. Oder ich kann hier einen kaufen. Die kostet er nur 200. Also der Unterschied ist wirklich deutlich. Ich bin erstmal geizig. Ich kaufe mir hier einen weiteren Kreuzerpanzer. Setze den hier ab. Und ziehe den erstmal, angesichts der Tatsache, dass hier diesen Panzerabwehrtrupp gibt, erstmal nur, nur hier hin. Weil ich selber noch nicht weiß, ob man innerhalb einer Runde zweimal kaufen kann. Mal gucken, ob das geht. Dann kaufe ich noch einen MG-Trupp. Oder ich probiere mal einen solchen Scharfschützen aus. Den habe ich selber noch nicht mal ausprobiert, das mache ich mal. Oh, der ist aber furchtbar langsam. Da weiß ich nicht. Ich mache diesen MG-Trupp. Setze ihn hier hin. Und ziehe auch mit dem. Mit dem ziehe ich mal hier hinten hin. Der verbraucht ja keinen Treibstoff. Und dann können wir vielleicht eine Umzingelung machen, einen Flankenangriff. Okay? Dann eine Runde weiter. Der Feind schießt und konzentriert sich auf den Infanterietrupp, kriegt ihn aber nicht klein. Ihr seht ja eine weitere Schwäche des Spiels, es gibt keine Animationen. Dass es keine Bewegungsanimation gab, habt ihr eben schon gesehen. Es gibt zusätzlich, sieht das auch noch ein bisschen ulkig zu Beginn aus, dass die Einheiten dann, wenn sie feuern, sich nicht in die Richtung umdrehen, als 3D-Modell umdrehen in die Richtung, zu der sie hinfeuern. Ist halt so, am Anfang ist das störend, wenn man länger spielt, vergisst man es. Nach meiner persönlichen Erfahrung. Ist natürlich trotzdem schade, aber wie gesagt, das ist ein Spiel, das keine 10 Euro kostet. Wir wollen noch ein Stückchen weiter gucken, ob wir die hier klein kriegen. Er kann jetzt natürlich feuern von hier, der Kreuzerpanzer, den lasse ich mal in der guten Defensivposition. Wenn er hier drauf schießen würde, dann würden die zurückschießen und die doch erheblich verletzen. Das möchte ich, beziehungsweise schrotten, das möchte ich nicht. Stattdessen greife ich lieber hier an. Der kann allerdings von hier aus auch zurückschießen, aber ist halt so. Ich schaue mal, wie das mit den Panzerabwehrtruppen ist. Mit dem schieße ich mal, das kann ich ja ganz weit ziehen. Ich ziehe mal bis hier hin und greife hier an. Oh, die sind also massiv gut geeignet im Kampf gegen Infanterie. Die Panzerwagen sehen wir hier. Das heißt, die sollte ich lieber nicht angreifen. Dann schnappe ich mir den Infanterietrupp hier. Ziehe mit dem die Infanteriepanzer halten sehr, sehr viel aus. Der hat eine Feuerreichweite von 3. Das heißt, ich schieße mit Ziel mit dem hier hin und feuere mit dem einmal hier drauf. Wenn der wird dann zwar zurückschießen, aber aufgrund der guten Defensivwerte macht das dem ja nicht so viel aus. Der Panzerwagen hat jetzt seinen einzigen Schuss verbraucht. Das heißt, ich kann jetzt hier ein zweites Mal drauf schießen, ohne dass er sich zur Wehr setzen kann. Und jetzt kümmere ich mich außerdem hier um den Infanterietrupp noch. Da sollte ich natürlich auch mit dem Infanteristen drauf schießen. Der hier, den ziehe ich mal bis. Den ziehe ich mal bis hier hin, den Infanterietrupp. Schieße hier drauf. Infanterie gegen Panzerabwehr. Infanterie, da ist natürlich der normale MG-Trupp überlegen. Der kann jetzt auch kein zweites Mal feuern. Hier sind noch relativ wenig Trefferpunkte jeweils noch. Das heißt, ich kann jetzt hier auch den Defensivbonus hier auf den die Defensivposition aufgeben. Zieh mal in dieses Geländefeld drauf. Das ist ein Hügel oder ein bewachsener Hügel. Ich weiß gar nicht, ob es ein Hügel ist. Vielleicht ist es auch nur in Lichterwald oder Buschland, gibt einen gewissen Defensivbonus, ich gehe auf Nummer sicher. Zieh hin, feuer hier drauf, einer kann nicht zurückfeuern. Sehr gut. Hab jetzt noch immer noch Möglichkeiten anzugreifen mit diesem mittelschweren Panzer. Dreier Reichweite, der kann noch feuern. Der kann noch feuern. Ziehe ich mit ihm mal direkt davor.
Den würde ich in einem Schuss klein kriegen. Nochmal 110 Gold. Und ich ziehe mit dem Kreuzerpanzer jetzt ebenfalls vor. Der muss sogar nur bis... Dem ziehe ich mal bis hier hin. Der hat eine 3er Reichweite. Feuert hier drauf. Ja, und jetzt habe ich tatsächlich die ersten Feinde gekillt. Und einen der 7 Verbände, die ja verstreut sind auf der Karte, außer Gefecht gemacht. Da waren wir jetzt durchaus erfolgreich. Wie es weitergeht, zeige ich euch in Kürze in der nächsten Folge. Da erkläre ich euch auch noch die Button, die es links unten gibt mit diversen Spezialaktionen. Und ich glaube auch, wir stoßen auch auf ein paar andere Spielsituationen. Zum Beispiel solche Sachen wie Schützengräben, die Eroberung von feindlichen Stützpunkten, das Versorgungssystem schauen wir uns noch genauer an. Das ist nämlich durchaus komplex. Und alles weitere gibt es dann in der nächsten Folge hier beim Preview Let's Play mit Deadly Desert. Bis bald. Übrigens, in der Textbeschreibung auf YouTube, genau, unterhalb dieses Videos direkt, da findet ihr noch einen Link auf die Steam-Shop-Seite dieses Spieles. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch dort noch weiter über das Spiel informieren oder es vorbestellen, kaufen, wie auch immer, falls es euch interessiert. Macht's gut, bis dann, euer WB, bis bald. Tschüss.